Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Gleich mal vorab, bevor diese Folge hochgeladen wurde, entweder vorher habe ich eine Ankündigung gemacht, ob ich heute oder morgen streamen werde. Also wenn ich heute oder morgen streame, dann jeweils ab 14 Uhr. Wenn keine Ankündigung vorher kam, dann steht das jetzt hier im Video als Hinweislink oder es steht unten in den Kommentaren oder beides, keine Ahnung, irgendwo wird es schon stehen. Ihr werdet das auf jeden Fall finden. Was ich genau spielen werde, also es wird vermutlich Factorio dabei sein, dass dann ich wieder mit dem Earl, mit dem ich das schon zusammen gespielt habe, ab einer bestimmten Zeit dann zusammen spielen werde. Also wenn wir jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt ab 14 Uhr anfange zu streamen, werde ich wohl ab 18 Uhr oder so dann, oder 19 Uhr, keine Ahnung, mit ihm zusammen Factorio spielen. Das heißt, vorher könnte ich dann irgendwas, entweder Minecraft Minigames oder andere Spiele spielen, die halt im Stream besser passen, weil hier Planetary Annihilation ist jetzt ein bisschen schlecht, wenn ich das jetzt im Stream spielen würde, habe ich mir so überlegt, weil dann, ich muss ja vorher voraufnehmen, weil ich ja während des Streams jetzt nicht unbedingt für neue Folgen aufnehmen kann und das heißt ja so viel wie, ich würde jetzt, ich nehme jetzt gerade, jetzt haben wir Freitag, also für euch gestern, nehme jetzt gerade auf für Samstag, Sonntag und vielleicht auch Montag, mal schauen, wie weit ich komme und das heißt ja wiederum, ich würde dann im Stream, wenn ich dann hier weiterspielen würde, wiederum, naja, dann seht ihr ja schon, was ich gemacht habe oder was passiert ist, das wenn, heißt, wenn ich im Stream spielen würde, würde ich einen neuen Speicherstand oder KI-Skirmish machen, vermutlich jedoch sowieso nicht ranked oder so, weil das ist mir nicht so ganz lieb, das habe ich ja schon mal erklärt. Ansonsten werde ich dieses Wochenende versuchen, auch noch fertig zu bekommen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ansonsten kommt es Anfang nächster Woche, das Video zu dem Vergleich zwischen Total und Planetary Annihilation, das sind beides jetzt der Stream und dieses Video soll so ein kleines Special sein für die 100 Abonnenten, nur wenn wir die schon längst überschritten haben, aber ja, ich dachte mir, das wollte ich schon lange mal machen und jetzt habe ich Total Annihilation endlich geschafft hinzubekommen, dass ich es aufnehmen kann. Ja, gut, genug von der ganzen Drumherum-Gerederei, jetzt wollten wir hier weiterspielen. Wir sind gerade hier fertig geworden, haben die verbesserte Bot-Technologie gekriegt und ich habe mal durchgeschaut. Das Sternensystem hat zwei Vorteile. Erstens schaltet es zwei Sternensysteme frei, das heißt, man kommt schon recht weit hier in das Zentrum rein, das heißt, vielleicht finden wir bald die Hauptgegner-Schauplätze. Und zweitens haben wir Bot-Antriebstechnologie, Bot-Kampftechnologie. Und das ist Bot-Fertigungstechnologie. Hier kann man sehen, bei Fahrzeugfertigungstechnologie heißt die Metallkosten aller Fahrzeuge gehen um 25% runter. Wenn ich das jetzt holen würde, würden die Bot-Kosten sozusagen um 25% runtergehen. Das heißt, ich würde das Ding dann mit dem Ding ersetzen, wenn ich das hier schaffe. Muss ja nicht sein, dass ich es schaffe. Und dann hätten wir nicht nur schnelle und starke Bots, sondern auch noch, dass die billiger sind. Und mit der kompletten kann man ja alle möglichen Arten von Bots bauen und mit denen auch alles Mögliche machen. Und deswegen denke ich, dass es ganz vorteilhaft ist, hier anzugreifen. Problem ist natürlich, es sind vier Planeten. So wie ich diese Konstellation einschätze, sind es drei Planeten, auf denen man landen kann und ein vierter, der entweder steuerbar oder irgendwas anderes ist. Keine Ahnung, was da ist, ob da einfach mal extreme Massen an Metall drauf sind. Wir haben noch keinen Endgegner gefunden. Orangen haben wir sowieso erst einen Sternensystem gefunden, aber der lilane scheint irgendwo in der Mitte zu sein. Das heißt, der Endgegner wird auch in der Mitte irgendwo sein. Vermute ich, aber wir haben ja letztes Mal gesehen, es kann auch ganz komisch sein, dass da zwei Endgegner direkt nebeneinander sind oder sowas. So. Also beim letzten Mal, wo wir es geschafft haben, durchzuspielen, also im letzten Schwierigkeitsgrad. Vier Sterne mit zwei Gegnern heißt, wir könnten keinen Gegner, einen Gegner oder zwei Gegner wieder auf unserem Stern haben. Kein Gegner heißt sofort orbitale Technik bauen. Wo ist der vierte Planet? Ach, da unten. Ja, ich fast nicht gesehen. Ein Gegner hieße, oh, der lädt gerade. Was lädt er denn? Okay. Ein Gegner hieße, wir, oh, Metall ist ganz schön eng. Der hat auch keine Bäume. Das heißt, es wird schon wohl auf den fallen oder auf den. Der hat viele Bäume, aber, ja, ich würde den bevorzugen, weil der grundsätzlich mehr Metall hat. Und wenn die Gegner nicht hier sind, kann ich, ja, man muss einfach überlegen, ob man nun keinen Gegner hat und dann erstmal die Riesenmengen Metall hat oder ob man Gegner hat und dann sich das Metall teilen muss, ist es immer besser, wenn man mehr Metall auf seinem Planeten hat. Und das einzige Problem ist wohl, wenn wir zwei Gegner auf unserem Planeten haben, weil das habe ich ja in dem Schwierigkeitsgrad noch nicht einmal geschafft. Das heißt, grundsätzlich ist es
für mich eine extrem große Herausforderung, wenn ich zwei Gegner hier habe. Das, was natürlich jetzt der Vorteil ist, dass ich mir jetzt nicht mehr so viel Kopf mache ums Gewinnen oder Verlieren. Und zusätzlich auch noch, dass ich sehr viele Technologien habe, die Bau und alles Mögliche beschleunigen. Das heißt, die zum einen die Fahrzeuge, Flugzeuge und alles Mögliche schneller, stärker machen und zum anderen auch, dass die dass ich weniger Metallverbrauch, Energieverbrauch habe und damit sowieso schneller bauen kann, auch mit den Konstruktionsflugzeugen und Fahrzeugen und Bots und so, dass die alle ein bisschen schneller sind beim Bauen. So, wir schauen erstmal, ob wir den Gegner finden. Oh, hier steht was davor, sehe ich nicht. So. Gut, da haben wir einen. Die Frage ist, ob beide hier sind. Es sind beide hier, okay. Das wird jetzt interessant. Dann werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde wirklich jetzt so machen. Bomber. Du baust bitte Metall. Und danach baust du Metall hier. Ich weiß noch nicht mal, wo der andere Gegner jetzt relativ zu mir ist. Einer ist da. Okay, der unten ist näher dran. Aber wir müssen jetzt schauen. Die waren mit Bots unterwegs, haben wir gelernt. Das heißt, Moment, euch muss ich auch hier Patrouille fliegen lassen. Euch auch. Wo ist er? Hier ist er. Du fliegst mal bitte hier hin, Metallbauen. Wir müssen rushen. Das ist sicher. Und ich muss eigentlich jetzt ganz viel Micromanagement hinkriegen. Genau das muss ich nämlich hinkriegen. Jede Art von Angriffen sozusagen schon im frühesten Stadion aufhalten. Die machen doch Panzer. Aha. Interessant. Gut. Die machen doch Panzer. Ist ja sehr interessant. Der steht noch. Wo ist mein Jäger hin? Ist wohl tot. Ich schick mal zwei Jäger hier rüber. Ich will mal den seinen Ausbau ein bisschen vermindern. Also wir haben jetzt wie gesagt den großen Vorteil, dass wir... Oh ja, das muss ich jetzt ganz gezielt... Da die jetzt keine Bots benutzen, muss ich jetzt ganz gezielt hier... Oh, ich krieg hier ordentlichen Sätze gerade raus. Ey, ist ja schlimm. Ich muss ganz gezielt Micromanagement machen. Meine Jäger sind wieder tot, scheinbar. Gut. Und ich darf nicht zu früh angreifen. Nicht verfrüht angreifen. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn ich den jetzt zurückgehalten kriege... Kann ich sogar den anderen zuerst töten? Fällt mir nämlich gerade so auf. Wenn ich den hier Einhalt gebiete, im Großen und Ganzen bei seinem Aufbau. Wobei der mit Panzern rumfährt, was jetzt für mich natürlich jetzt recht gefährlich ist. Weil der Luftabwehrpanzer hat, dann dementsprechend. Haben wir den Panzer jetzt erwischt? Ich darf nicht zu viel Bomber verschwenden. Nee, haben wir nicht. Oh Gott. Hier und hier Bomber. Ich habe vergessen, neue zu bauen. Du machst mal bitte Bots. Botfabriken. Zwei Stück. Und dann brauchen wir Energie. Wie sieht es mit unserem Metallbau aus? Der hat auch aufgehört. Wir haben 28. Gut, ich töte doch den zuerst, weil die Panzer mich jetzt ganz schön nerven. Wo ist der Commander? Da ist er. Oh, der hat schon ganz schön Luftabwehr. Aber den scheinbar zu kriegen. Gut, schaffen wir es noch ein paar hierher zu kriegen wieder? Ja gut, sehr gut. Den holen wir uns jetzt hier hin. Und jetzt schauen wir mal, was wir von dem da aufhalten müssen. Wir haben ein paar Bomber da. Die jetzt mal kurz hier rüber alles töten. Oh Gott, der hat auch Jäger. Die Jäger müsste ich eigentlich mal alle töten. Mit eigenen Jägern. Und hier bauen wir jetzt mal ganz viele davon und schicken die alle einfach hier hin.
So, hier haben wir ein paar Jäger und alles zerstört. Gut. Weil wenn ich das jetzt zerstöre, dann habe ich nachher nicht mehr das Problem mit den Viechern. Das ist jetzt der Vorteil. Und hier seine Produktion von Bombern und Zeugs kann ich hier auch schon im frühzeitigen Stadion sozusagen rausholen. Genau. Und ein Jäger müsste eigentlich durch meine zwei Jäger sterben. Recht gut. Recht effizient. Die töten... Oh, die sind echt schnell. Das ist Wahnsinn, wie schnell die sind im Vergleich zu den gegnerischen Viechern. Cool. Also die Geschwindigkeit hat schon Vorteile, das muss man zugeben. So, jetzt geben wir ihnen mal Nerven. Gut. Hihihi. Das ist jetzt Micromanagement, bis ich genug Bomber zusammen habe. Der will seinen Commander in Sicherheit bringen. Ist interessant, dass unterschiedliche von der gleichen Farbe unterschiedliche Strategien auch haben trotzdem. Gut. Wie viel brauche ich denn, um das da zu zerstören? Brauche ich sicherlich ein paar mehr als nur die 5. Achso, der baut das Ding ja noch. Wie viele Bomber haben wir denn jetzt? Die müssten eigentlich reichen. Fliegen wir einfach mal hin, müssten wir eigentlich schaffen. Was meint ihr? Ja, fliegt jetzt nicht wieder so komisch. Ah, aber das reicht. Bin mir ziemlich sicher. Gut, haben wir's. Boah, gegen zwei Gegner so schnell tot. Cool. man muss Micromanagement hinkriegen und die Geschwindigkeit der Bots war echt, ich sag mal, beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so schnell hier rumrasen. Na gut, dann war das jetzt so eine halbe Ankündigungsfolge und eine halbe, Testfolge, wie gut ich gegen zwei klarkomme, wenn ich es richtig anstelle. Wenn ich zu spät wenig geredet habe, wie gesagt, ich muss mich hier extrem konzentrieren. Das wird extrem schwer für mich, dass ich das hier ordentlich hinkriege. Und wir haben jetzt einen zusätzlichen Datenbankslot gegen zwei Gegner, die wir schaffen können, wie wir gesehen haben. Wir haben einfache Bot-Technologie, die braucht man nicht, aber der schaltet zwei, der nur einen frei. Um an die ranzukommen, müssen wir hier, hier kämpfen? Ja, hier oder hier. Das sind wiederum zwei Gegner. Also es ist anstrengend, man muss sich extrem konzentrieren und wenn ich das Kommentieren dabei vergesse oder so, wie gesagt, das ist, entschuldigt das. Das ist echt, naja, nicht leicht immer zu schauen, wo muss ich jetzt hin schnell, wo muss ich mich verteidigen, wie muss ich mich verteidigen und so weiter. Puh. Jedes Mal so aufreibend in meinem Hirn und Herzen und Bauch und keine Ahnung wo. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.